Rostock, die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Mit über 200.000 Einwohnern, ältestes Universitätsgebäude in Nordeuropa, 197 Ozeanriesen, die jährlich in Warnemünde einlaufen und mit einer eigenen Bierbrauerei ist sie damit eine Stadt der Ultimative, die niemals schläft. Okay, außer am Sonntag. Ist doch verständlich. Inmitten dieser gigantischen Stadt öffnen sich am 23. April zum 11. Mal die Türen zum Fischfestival. Ein Filmfestival, welches jeder Rostocker kennt und besucht. Kennst du das Fischfestival? Nee, kenn ich nicht. Und du? Fischfestival, noch nie gehört. Das Fischfestival? Nee, das kenne ich nicht. Das Fischfestival? Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht. Andere Vorstellung? Kann ich gar nicht mehr vorstellen. Nee. Fischfestival. Was ist denn damit? Kennst du das? Nö. Ich dachte, das Fisch sei in Rostock bekannt. Nein. Hast du Vorstellung? Ich weiß nicht, bestimmt feuchtfröhlich. Letzte Chance. Kennst du das Fischfestival? Das was? Das Fischfestival. Ja, davon habe ich schon mal gehört. Ja, was könnte das so sein? Ist das nicht ein Musikfestival? Nicht ganz. Andere Vorstellungen? Badeuse. Ich sehe nur Titten und Schwänze. Dann müsstest du ja nur einfach hier Straße weitergehen in den Beate-Use-Laden. Dann kannst du sehen, was du da sehen kannst. Findest du den Namen passend? Nicht gut. Ja, Kunst und Fisch lässt sich immer schwer vereinbaren zusammen. Nee, nicht ganz. Habt ihr da noch andere Ideen? Was könnte man da sehen? Wahrscheinlich den einen oder anderen Striptease, keine Ahnung. Erotikartikel und Striptease-Shows. Würdest du hingehen? Ja, ich weiß nicht. Also nicht so als erste Adresse, ne? Wenn ich Langeweile habe, nichts anderes zu tun und komme nur zufällig vorbei, na dann vielleicht, ne? Ja, mit meinen Mädels würde ich da vielleicht mal hingehen, ja. Schau dir mal den Flyer an. Ach ja, klar, das habe ich schon mal gehört. Wenn ich den Flyer sehe, das kenne ich. Also mit solchen Filmen und okay, so. Okay, ja. Und was könnte man dort so sehen? Ich denke mal, das sind irgendwelche kreativen Kurzfilme von irgendwelchen jungen Filmemachern.